Halle Neustadt ist eine schöne, ruhige Stadt. Wir sind so alles frühere Arbeitskollegen. Im Plattenwerk, ich habe im Plattenwerk, das hier und die Häuser hier, die Einzelteile, haben wir gebaut. Ja, die Menschen, allgemein. Die Menschen, die Personen, die man so kennt alle. Ja, nicht. Was? Wieso nicht? Weshalb? Was soll mir hier gefallen? Hier buddeln und buddeln und buddeln und ist gut, das ist schön gemacht, aber die schönen Büsche und Bäume weggemacht. Und was soll denn das? Wie lange leben Sie denn schon hier in Halle Neustadt? 3 Jahre. Ich verstehe es nicht. Ist mir auch scheißegal. Es ist schön hier, es ist, man trifft hier jeden Freund und es ist einfach schön. Wie ist denn das mit der Nachbarschaft? Hilft man sich da gegenseitig noch oder ist es mehr anonym? Naja, es ist ganz unterschiedlich. Bei den älteren Leuten, da kannst du wenigstens noch auf Hilfe rechnen, aber bei den Jüngeren jetzt noch, die so Mitte 30 sind oder sowas, da ist es voll anonym. In unserem Block, da ist es eigentlich noch wie früher. Jeder kennt den anderen, hilft dem anderen und spricht miteinander. Aber natürlich die Blöcke drumherum, gegenüber und hinter uns und so, da merkt man schon, da wohnen nur noch wenig Leute drin und jeder geht da seinen eigenen Weg. Halle Neustadt ist meine Heimat. Ich wohne vom ersten Tage an hier. Am 10. Dezember 1965 bin ich hier eingezogen und meine Tätigkeit habe ich hier schon am 1. August aufgenommen. Ich hatte vorher im Wohnlager gewohnt. Ne? Ich bin 1969 mit meinen Eltern nach Halle Neustadt gezogen. Da war Halle Neustadt 5 Jahre alt. Und mein Vater hat verschiedene Fotos gemacht. Er wollte die Fotos wegschmeißen. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, die kann man nicht wegschmeißen. Das ist wunderschön. Und dann haben wir gesehen, dass es immer auch so die gleiche Richtung ist, in die er fotografiert hat. Hinter mir ist dieser Wohnblock, der jetzt an der Magistrale aus sind, diese Fotos gemacht worden. Also genau von geradeaus dort drüben. Einmal nochmal in Richtung Schwimmhalle, Bildungszentrum. Guten Abend. Ich wohne seit 72 Jahren. Ich habe in Buna gearbeitet. Ich bin fast 77 Jahre alt. Aber ich brauche ein bisschen Umwelt. Ich bin alleinstehend. Ich muss raus. Sonst wäre ich blöd in meiner eigenen Wohnung. Ich ehrlich. Ja. Hier ist alles schön dezentralisiert. Grün. Und auch verkehrstechnisch gut gelöst. Wenn man mal die Platte ein bisschen runtergeputzt, war so schlecht. Das ist ja nicht. Nein.